Hallo und grüßt euch miteinander. Heute im zweiten Teil von der Hydraulikpumpe werden wir das Gehäuse zusammenbauen, die Bohrungen setzen für die Hydraulikanschlüsse und das Getriebe montieren. Im ersten Teil vom Video haben wir bereits den Pumpenkörper gekürzt. Der ist jetzt dreiteilig und gut einen Zentimeter kürzer als wie der Standardpumpenkörper. Jetzt geht es daran, dass wir den Pumpenkörper wieder miteinander montieren, die Teile. Dafür habe ich längere Schrauben, weil die Schrauben die gehen ja da bis ins Gehäuse bloß ein Stück rein. Und jetzt müssen wir durch die komplette Pumpe durch das Mittelteil durch, in die letzte Scheibe. Dafür habe ich längere Schrauben, die müssen wir auch noch kürzen auf die genaue Gesamtlänge. Innen drin geht das Gewinde natürlich nicht ganz durch, das ist bloß eine bestimmte Tiefe drin. Das müssen wir aufbohren auf 5 mm und auf der gegenüberliegenden Seite in der Platte müssen wir dann ein M5er Gewinde reinschneiden, weil da ist nämlich bloß die Bohrung durchgehend durchgeführt, aber nicht das Gewinde. Dann haben wir jetzt da unser Gewind drin und da die Durchgangsbohrung, die wir neu gemacht haben. Dann kommen wir auch gleich schon zum ersten Trick für den heutigen Tag. Ich habe mir da so Zentrierbolzen gemacht. Die Zentrierbolzen, die werden in die Originalbohrung von der Pumpe, weil es sind ja insgesamt 4 Bohrungen drin in der Pumpe. Mit 2 war die Pumpe verschraubt und die anderen 2, die sind einfach durchgehend in der Pumpe drin. Da habe ich mir so Bolzen gedreht und die nehmen wir nämlich her, dass wir die Pumpe montieren können, ohne dass die Welle nachher in der Pumpe drin klemmt. Dafür steckt man die einfach da rein. Da muss ich schauen, die Bohrungen waren es. Und die Pumpe gehört. Ah, das ist das Vorderteil und das ist das Hinterteil, so ist es. Die gehört so rum zusammen, die Pumpe. Dann kommt da der Bolzen rein und da kommt der Bolzen rein. Das da ist ein anderer Durchmesser für den Deckel. Deshalb rutschen die Bolzen jetzt auch nicht durch. Und dann wird der Deckel da noch drauf gesteckt. Das passt jetzt natürlich ganz genau. Deshalb werden wir das ein bisschen verkannt, da geht das nicht zusammen. So. Und jetzt haben wir den Pumpenkörper mit den Bolzen arretiert. Jetzt ist der beieinander und kann nicht mehr aus. Der Deckel zum Mittelteil und das Mittelteil zum Arsch ist jetzt miteinander verdrehgesichert und in der idealen Lage. Wir probieren jetzt auch noch schnell aus. Da machen wir mal die Pumpenwelle rein. Die habe ich. Dann machen wir mal die Pumpenwelle rein und stecken den Deckel wieder drauf. Und dann schauen wir mal, ob sich die Pumpenwelle mit dem Zahnrad auch leichtgängig drehen lässt, so fluchtend. Ja, einmal frei. Lässt sich ganz leicht drehen, also es fluchten alle Bohrungen zueinander perfekt. Und das können wir nachher als Montagehilfe hernehmen. Wenn wir die durchgehenden Schrauben, die wo uns jetzt die Pumpe da zusammenhalten, reinsetzen, dann können wir nämlich später uns konzentrieren, wie fest, dass wir die Schrauben anziehen und gleichzeitig die Welle drehen, weil
Das ist nämlich auch ein Krux, wenn man die Schrauben zu locker anzieht, dann ist die Pumpe intern undicht oder hat halt eine minimale interne Leckage, die wollen wir ja nicht wollen. Und wenn man die Schrauben zu fest anzieht, dann verbiegt sie der Deckel und dann klemmt das Zahnrad auch oder läuft nicht hundertprozentig. Und deshalb dann wir währenddessen, dass wir die Schrauben anziehen, immer wieder die Welle hinten drehen und schauen, wie streng das geht. Da merkt man dann auch gleich, wenn man irgendwo ein ganz feiner Staub oder was dazwischen einzwickert, merkt man dann auch gleich. Und wir merken natürlich auch, ob die Welle fluchtet. Wobei uns ja das sowieso die Bolzen da sicherstellen. Jetzt als nächsten Schritt müssen wir noch die Bohrungen setzen für die Hydraulikanschlüsse. Das werden wir von der Pumpe abmessen. Werden wir das am Höhenreißer auf das mittlere Bauteil übertragen und wer das können und wer dann die Bohrungen bohren und die dazugehörigen Gewinde schneiden. Das ist mein digitaler Höhenreißer von Mito Toyo. Das ist von der Industrie. Gebrauchtes Stück, das habe ich über eBay Kleinanzeigen gekauft. Normalerweise kostet er weit über 1000 Euro, der Höhenreißer. Ich habe den für, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 150 Euro oder sowas habe ich den gekriegt. Er hat auch eine kleine Macke, manchmal springen die Zahlen, weil anscheinend innen das Messsystem nicht mehr hundertprozentig funktioniert. Bis jetzt habe ich ihn noch nicht zerlegt und gereinigt, weil es mich bis jetzt noch nicht gestört hat. Wenn man aufpasst auf die Zahlen, dass sie nicht springen, dann habe ich auch noch nie ein Problem gehabt. Wir brauchen jetzt auch die Anzeige im Prinzip gar nicht, weil wir nehmen uns jetzt bloß unsere Mittelpunkte von den alten Bohrungen ab. Das machen wir nach Augenmaß, da schaue ich einfach durch und schaue, dass ich ungefähr auf derselben Höhe bin. Dann drehen wir uns die Seite her, die wo wir brauchen. Und dann reißt man einfach so ein anderes drauf auf die Oberfläche. Das machen wir auch gleich wieder mit dem nächsten Nippel auf der Seite. Da schauen wir auch einfach durch, schauen wir, dass wir die Mitte erwischen. Das geht auch alles gar nicht so genau. Das ist bloß, dass wir ungefähr die Kanäle innen drin erwischen. Weil innen drin sind natürlich die zwei Kanäle für Tank und für Druckseite. Und wenn wir jetzt noch da rein bohren, dann müssen wir natürlich auch die Bohrung da innen drin erwischen. Und wir dürfen natürlich auch sonst nichts beschädigen. Wir dürfen jetzt da nicht in der Mitte in die Bohrung für die Welle oder was reinkommen. Wir dürfen da nicht reinkommen in die Bohrung. Also bohren wir da mit einem Dreierbohrer durch in das Loch da. Und dann schneiden wir uns erst... oder besser gesagt, dann bohren wir uns mit dem passenden Bohrer für den Nippel das Kernloch vor, nur in der nötigen Tiefe und schneiden wir uns das Gewinde da rein, dass wir halt da nicht irgendwo in einen anderen Kanal reinkommen. Das muss man sich halt, wenn man so eine Pumpe umbaut, uns das erste Mal macht, genau anschauen, dass man halt da nicht irgendwo woanders reinkommt. Eventuell einfacherweise, wenn man halt da von unten und von oben zwei so Nippel setzt, weil da kommt man halt sicher in die Bohrungen rein, ohne dass man irgendwo woanders reinkommt. Ich habe jetzt das beim Dumper so gebraucht, deshalb habe ich das so gemacht. Aber es hat ja schon mal funktioniert, also habe ich auch keine Bedenken, dass wir das nicht wieder hinbringen. Jetzt reißen wir uns noch den letzten Nippel an. Das ist Hochdruckanschluss. Den nehmen wir von der Seite. Dann nehmen wir auch wieder die Höhe ab. Dann müssen wir uns die ganzen Bohrungen noch anhören. Dafür müssen wir ein bisschen mit sorgsam arbeiten.
und genau kontrollieren, ob der Körnerschlag auch genau das Mitte von dem Kreuz erwischt. Wenn nicht, dann muss man halt so lange nachkorrigieren, bis das passt. In dem Fall bei den Bohrungen jetzt nicht ultra genau wichtig, das muss jetzt nicht aufs Zehntel genau sein. Bei anderen Sachen geht es dann natürlich noch viel genauer. Trotzdem schauen wir, dass wir das so genau wie möglich hinbringen, weil der Bohrer, der tendiert ja auch dazu, dass er ein bisschen verlauft. Da möchte man nicht schon von Haus aus verkehrt liegen mit unserer Bohrung. Die habe ich jetzt zum Beispiel ein bisschen verhauen. Da macht man jetzt einen Körnerschlag schräg in die Richtung, wo man hin muss. Und dann setzt man nochmal einen geraden Körnerschlag von oben drauf, dass wir halt wieder einen sauberen Kegel kriegen. Ein bisschen mehr haben wir noch hinten. Und dann sind wir mit dem auch mittig. Da haben wir noch ein bisschen ein anderes Problem. Da haben jetzt wir noch die Vertiefung da drin. Das, wo vorher die Ausfräsung war für die Dichtkante vom alten Anschluss. Da müssen wir uns nachher auch wieder so eine Dichtfläche machen. Das machen wir auf der Fräsmaschine dann. So, jetzt messen wir uns, wie lang oder wie tief das Gewinde sein muss. Da habe ich jetzt mit einem 4er Bohrer, mit einem 3,5er Bohrer bohrt. Und jetzt bohren wir das Ganze noch 4,2 auf, dass wir das M5er Gewinde reinschneiden können. Wir brauchen da eine Gewindetiefe von 3,9 mm. Da machen wir da jetzt 6 mm Tiefe, muss man schnell messen, ob wir dann da schon in die Bohrung reinkommen. Nein, dann machen wir da jetzt 7 mm tief das Kernloch für das M5er Gewinde. Dafür gibt es jetzt einen kleinen Trick: Man richtet sich das ein, man geht da mit dem Bohrer nach unten. Und dann hat man da hier oben eine Skala und da kann man den Skala-Ring, den kann man lösen, kann ihn verdrehen und dann stellen wir uns da herum unsere 7 mm ein, die wo wir brauchen und dann kann man nachher später nicht die Pinole, oder besser gesagt das Bohrfutter, nicht weiter runterdrücken als wie die eingestellten 7 mm. Wie vorher schon gesagt, brauchen wir da dann noch die Dichtfläche, weil da sind wir in dem Randbereich von der alten Dichtfläche von dem Anschluss drin. Dafür sparen wir das einfach da so larifari, circa irgendwie, auf jeden Fall parallel zum Schraubstock ein. Und dann fahren wir da so auf circa einfach mit dem Fräser da hin und schauen, dass wir da eine Dichtfläche hinmachen. Wie die genau ausschaut, ist egal, hauptsache sie ist plan und eben, dass halt einfach der Nippel abdichtet. Wie man gehört hat, der eingespannte Fräser ist ultra stumpf, ist aber auch egal. Wir wollen ja da bloß eine Dichtfläche herstellen. Und für das hat es auf jeden Fall gereicht. Jetzt haben wir da so eine Dichtkante drauf und können wir nachher unseren Nippel da drauf schrauben. Bei den anderen Flächen, da haben wir ja nichts. Da ist sowieso das Plan und eben, da dichten die O-Ringe sowieso ab.
Auf der Ständerbohrmaschine habe ich noch die Bohrungen alle gesenkt, dass jetzt noch beim Gewindeschneiden der Gewindeschneider sauber gerade findet. Ihr fragt euch sicherlich, wo ich da wie einen komischen Gewindebohrerhalter habe. Den Halter habe ich mir selber gemacht. Ich habe mir für sämtliche Größen so einen Halter gemacht und habe die Gewindebohrer auch fest eingespannt, dass sie immer drin sind. Das ist im Prinzip bloß ein Rundmaterial. Da habe ich einfach mittig ein Loch durchbohrt. Habe außen links und rechts Gewinde reingeschnitten und eine Matenschraube eingeschraubt und dann kann man den Gewindebohrer einstecken und an den Flächen mit der Madenschraube sichern. Ich finde, dass das einfach mit so einem schöner geht. Der ist schön kompakt, den kann man in die Finger schön drehen. Da hat man mehr Gefühl. Oft ist, wenn man den Gewindebohrer in einen normalen Gewindebohrerhalter einspannt, dann ist der Gewindebohrer nicht mittig. Oder ist, man hat auf jeden Fall nicht so viel Gefühl damit. Deshalb habe ich mir für jede Größe so einen Halter angefertigt. Das kann ich euch bloß empfehlen. Das ist jetzt auch zum Beispiel noch ein M5er Gewindebohrer mit einer Besonderheit, den habe ich abgeschliffen. Da habe ich einen Durchmesser dünner gemacht vom Schaft. Normalerweise ist das der richtige Durchmesser. Ich habe aber den abgeschliffen auf einen dünnen Durchmesser, dass man auch ganz lange Bohrungen oder besser gesagt ganz lange Gewindegänge erzeugen kann irgendwo in einem Werkstück. So, dann tun wir mit der Pumpe an sich selber weiter. Was natürlich wichtig ist, dass man die Späne überall wieder rausbringt. Ich tue es mit einem Bremsenreiniger auswaschen und mit der Luft ausblasen. Das werde ich jetzt auch gleich machen als Zwischenarbeitsschritt, dass wir nicht zu viel Späne überall drin haben. Dann habe ich noch so eine Dichtung hergerichtet. Die ist aus einem ganz normalen Dichtungspapier hergestellt. Die kommt da drauf, zwischen die zwei Gehäuseteile rein. Und dichtet uns somit noch die zwei Gehäuseteile zueinander ab. Das Hohlrad habe ich innen auch schon ausgedreht. Das habe ich passend auf den Durchmesser da aufgedreht und auch auf die Tiefe. Und jetzt ist das spielfrei da hinten auf dem Arsch drauf, da wo da innen der Simmerring reinkommt. Jetzt müssen wir uns noch die richtige Stellung suchen und dann die Bohrungen abpausen. Das werde ich mit der Akkubohrmaschine machen, werde ich einfach abpausen und dann werden wir auf der Ständerbohrmaschine das Kernloch bohren und die M2 Gewinde schneiden, dass wir nachher das Getriebe verschrauben können. Das reicht. Man sieht jetzt, wo die Bohrungen sind. Das tue ich nochmal jetzt vorkörnern, die Stellen, und dann auf der Ständerbohrmaschine bohren. So, dann sind wir soweit mit dem Pumpengehäuse fertig. Wir haben jetzt die Pumpe gekürzt, haben uns die Dichtung dafür hergerichtet, die wo da zwischen die zwei Gehäuseteile reinkommt. Wir haben uns den Arsch passend hergerichtet, haben uns da die Gewinde reingeschnitten, dass wir das Getriebe drauf befestigen können, haben in das Hohlrad innen den Bund eingedreht. Zusammengebaut wird das Ganze dann mit unseren Passstiften, die wo wir uns hergerichtet haben, die wo ins Gehäuse reingesteckt werden und dann mit den Schrauben verschraubt. Im nächsten Teil, im nächsten Video, werden wir uns dann den Motor mit der Platte herrichten und dem Ritzel auf der Motorwelle. Und zusätzlich werden wir uns noch die Welle mit dem Planetenträger herrichten,
Dafür werden wir die Originalwelle doch verwenden und werden auf die Originalwelle den Planetenträger abschweißen. Damit möchte ich mich recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, dass ihr euch in dem Pumpenumbau-Video wieder ein wenig was abschauen habt, Kinder. Wir sehen uns dann im nächsten Teil, im letzten Teil. Da werden wir die Pumpe dann fertig machen. Servus und habt die Ehre!